Kennst du das auch, dass du manchmal verunsichert bist, was die Ernährung eben anbelangt? Bei mir war es nämlich auch so, früher, wo ich auf ja, vegetarisch umgestellt habe, auf vegan umgestellt habe und dann immer mehr mit der Ernährung ausprobiert habe, war ich immer wieder verunsichert, ist es das Richtige, was ich mache? Habe ich da genug Nährstoffe? Bekomme ich da einen Mangel? Decke ich alle Mineralien ab? Alles solche Geschichten, wo ich mir einen Kopf gemacht habe. Und alle möglichen Leute noch dazu haben einen da was reingeredet, dumme Sprüche von irgendjemandem bekommen oder sonst was. Und jeder meinte, er wüsste es besser. Und auch jetzt immer wieder kommen Leute zu mir, wo eben dieselbe Problem haben. Und auch seien es irgendwelche Ernährungsrichtungen wie, was weiß ich, Paleo, High Carb. Und da ist immer wieder diese Verunsicherung. Mache ich irgendwie das Richtige? Ist es wirklich das? Jeder ist so überzeugt davon, von seiner Ernährungsrichtung erzählt er irgendwas. Dermaßen überzeugt. Und es ist so schade zu sehen, wie sich da viele, die eigentlich auf dem richtigen Weg sind, verunsichern lassen von irgendwelchen Werten, von irgendwelchen Normen, wo richtig sein sollen angeblich, aber keiner weiß es im Grunde, keiner hat es wirklich erfahren. Jeder liest es immer nur irgendwo und macht Annahmen. Und das ist auch der Punkt, der Tipp, den ich dir in dem Video hier mitgeben möchte. Verunsicherung und Verwirrung von so vielen unterschiedlichen Informationen kann nur kommen. Und ich habe den gleichen Fehler gemacht. Ich habe gedacht, es stimmt alles, was mir jemand erzählt. Habe das übernommen. Und Verwirrung kann dann nur kommen, wenn man diese Annahmen gemacht hat. Wenn man irgendwelche Glaubenssätze aufgebaut hat, weil man dachte, das wäre so. Weil man dachte, hey, wenn ich jetzt 7000 Kalorien esse, dann nehme ich zu. Aber dann stellt man fest, es muss nicht so sein. Oder andere stellen fest, hey, ich esse nur 500 Kalorien, 1000 Kalorien am Tag manchmal. Diese Verwirrung kann nur da sein, wenn du die Annahme gemacht hast, dass das stimmt. Wenn du erkennst, dass du sagst, hey, ich weiß es nicht, gleichzeitig sollst du nicht glauben, das ist dann auch wieder das Gleiche, dass es nicht so ist. Du sollst einfach zu dem Punkt, wenn du dahin kommst, und da bin ich irgendwann dann hingekommen, und das war so eine Befreiung, und dann kommt man erst wirklich schauen, was man machen kann. Wie es wirklich funktioniert. Und das war eben der Punkt, wo ich erkannt habe, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und erst wenn du zu diesem Schluss kommst, wenn du merkst, hey, ich probiere hier ganz offen was aus, dann kannst du erst zu dem Schluss kommen, hey, so ist es, wie funktioniert es wirklich? Und so bin ich selber dazu gekommen. Und der Punkt ist, wenn du selber wieder mit dem Körper nachvollziehst, dann braucht dir niemand mehr was über eine gesunde Ernährung erzählen. Dann braucht dir niemand mehr was erzählen, was richtig ist, was falsch ist. Dann hast du mehr Klarheit. Du kannst mit einer Entspanntheit durchs Leben gehen. Du kannst wieder wirklich da sagen, okay, hey, aufatmen und dein Körper sagt dir, was er möchte, was er braucht, in welchem Maß. Du kannst wieder darauf hören, weil das ist das eigentliche beste Messinstrument. Aber du musst es langsam wieder lernen. Und das ist ein langsamer Prozess, ein schrittweiser Prozess, wie wenn du ein Musikinstrument wieder lernst. Das ist nicht so, dass du das von einem auf den anderen Tag lernst. Deshalb braucht es auch seine Zeit. Also alle Leute, die ich da begleite, das mache ich dann mindestens ein Jahr lang, weil sonst du brauchst diese Zeit, um das zu lernen, um das zu etablieren. Und dann bleibst du am Ball und du achtest immer wieder drauf, wie dein Körper reagiert, was sich da tut. Das ist nicht so, dass
dass du da ein Buch liest und dann bist du plötzlich Profi-Tennisspieler. Nee, du kannst auch 10 Bücher lesen, es ist völlig egal. Die Erfahrung macht's. Das ist eben der Unterschied, wenn du wieder auf den Körper hörst. Und ich wünsche mir, dass das jeder wirklich wieder erfahren kann und diese Freiheit, dass diese Unsicherheit weg ist, dass du wirklich da wieder komplett deiner Intuition und dem Einzigen, was wirklich dir das sagt, folgen kannst, dass du da keine Annahmen mehr machen musst, wenn du gerade eben auch an diesem Punkt bist, dass du da irgendwelche Unsicherheiten hast, gerade wenn du chronische Krankheiten hast, da ständig Heißhunger hast oder dann eben Ängste und Zweifel hochkommen und die loswerden möchtest. Dann können wir auch gern telefonieren, wenn du da Hilfe brauchst. Also schau einfach mal auf meine Webseite, dort findest du alle Infos, kannst dich da auch eintragen, kannst dich da bewerben für ein kostenloses Gespräch. Wenn das gerade bei dir der Fall ist, dann helfe ich dir das super gerne weiter. Und wir schauen, dass wir da einen Plan machen. Und dann hoffe ich, dass ich da schon mal mit dem Video hier ein bisschen Klarheit für dich schaffen konnte. Vielleicht auch die ein oder andere Annahme schon erkennen konntest bei dir. Und ansonsten schau dich gern nochmal auf meinen YouTube-Kanal um. Dort findest du noch viel mehr Infos. Schau da einfach rein. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ciao.